Die ehemalige ZDF-Moderatorin Sabine Zimmermann ist tot. Sie starb am Freitag im Alter von 68 Jahren in München, teilte der Sender am Montag mit. Die Adoptivtochter von Eduard Zimmermann war 14 Jahre lang Co-Moderatorin der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, darunter 10 Jahre an der Seite ihres Vaters, der das Format 1967 ins Leben gerufen hatte. Durch mit der Reha ist ganz wichtig. Ich weiß. Ich möchte Ihnen beiden zu Beginn was ganz ehrlich sagen, Herr Zimmermann, besonders Ihnen. Ich habe mich immer wahnsinnig gefürchtet vor Ihrer Sendung. Ich habe richtig Angst gehabt vor XY ungelöst. Ist das etwas, was Sie häufiger hören? Das habe ich gelegentlich gehört und ich höre es heute auch gelegentlich auch noch, selbstverständlich. Und kann dazu nur sagen, also Angst hat ja auch eine... ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm-Serie sagte laut einer Mitteilung, Sabine Zimmermann war wie ihr Vater über viele Jahre ein wichtiger Teil von Aktenzeichen XY ungelöst. Mit ihrer Arbeit habe sie zum großen und anhaltenden Erfolg der Sendung beigetragen. Ihr Trauern mit ihren Angehörigen. Rudi Zerne, die Nachricht von Sabines Tod hat mich sehr bewegt. Moderator Rudi Zerne, der die Fernsehsendung seit 18 Jahren moderiert, sagte laut der Mitteilung, die Nachricht von Sabines Tod hat mich sehr bewegt. Sie war eine beeindruckende Persönlichkeit und immer noch die Seele von Aktenzeichen XY ungelöst. Ich bin ja ewig dankbar, dass er mich zu Beginn so großartig unterstützt hat. Mit ihrer offenen und herzlichen Art war sie mir eine große Hilfe. Danke, Sabine. Nein, also erstens bin ich damit aufgewachsen. Sabine Zimmermann wurde am 22. Juli 1951 in Hannover geboren. Von 1987 bis 2001 war sie Co-Moderatorin von Aktenzeichen XY ungelöst. Neben Eduard Zimmermann und später neben Butz Peters. 1998 bis 2001 die Moderation von Vorsicht Falle. Nachher in der Spätausgabe. Bis dann. Alles Gute und auf Wiedersehen. Vergessen hatte, die Türen zum Garten zuzumachen. Danach beschränkte sie sich auf die Arbeit hinter den Kulissen. Bis 2011 blieb sie Aktenzeichen XY ungelöst als Produktionsleiterin erhalten.